Hey, mein haben wir Masse, ihr verlassenen Hortler. Ich habe zu wenig Energie. Es gibt immer mehr Idioten als schlaue Leute, das ist nun mal so. Oh, da machen wir jetzt einen epischen Purzelbaum runter. Okay, so episch war der jetzt nicht, aber immerhin sind wir rübergekommen. Yeah. Hatte nicht ganz so viel Schwung, wie ich es jetzt angenommen habe, aber was soll's. Ich wollte gerade sagen, ich könnte ja Sarum mal einen Besuch abstatten, aber irgendwie glaube ich, die mögen mich dort nicht so sehr. Ali Instinkt nee, ausschalten, Ali Instinkt ausschalten. Ai. Ich renne auch mal so bereitwillig zu dem Eschental. Okay. Oh, Nachtelfling, oh, scheiße, stimmt, die sind ja jetzt gegen mich. Dumm, 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 dumm. Ich kann das noch nicht tun. Dumm, 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 dumm. Aber keine Sorge, sobald man auf Vorderseite wechselt, ist das Gehirn nicht aus. Wir haben wenigstens ein Gehirn. Merke es dir doch endlich mal, Luftballons sind keine Gehirne. Du musst es ja wissen. Kräftig. Beleidigungs... kommentieren. Kämpfst du eine Kuh? Und selbst damit bin ich noch besser dran. Als du. Schlecht. Buh. Ja, ich weiß, aber schlecht. Oh ja, Nachtelf. Blutelfen. Hau ich gerne auf die Fresse. Yay. Wieso eigentlich Hochelfen? Vorhin haben wir jetzt Hochelfen gesagt, das sind Blutelfen, keine Hochelfen. Dum 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 dum. Na, na. Das ganze Sumpf verfolgt mich hier gleich. Das heißt, nee, so viele Mobs mögen dich. Du hast mich hier. Ich muss näher. So, Kopf grillen und. Ich habe zu wenig Energie. Nicht genug Energie. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich muss nur gerade sagen, überlegt er mir jetzt, ob er helfen soll oder was wird das, wenn es fertig ist? Ich kann diesen Zauber noch nicht töten. Ich kann diesen Zauber noch nicht töten. Höhe, auch nicht schlecht. Okay, das ist in dem Fall aber wirklich schlauer, wenn wir zusammen hier rumeiern. Das ist ja auch gut. Jetzt kriegt man schon Meldungen. Ja, hier will euch in eine Gruppe einladen. Es kann sein, dass ihr dadurch auf einen anderen Realm so lange transferiert werdet. Geil. Ja. So, was war denn das? Der ist ja gerade gegen die Wand gestürmt. Frostwolf. Ganz eindeutig ein Windläufer. Dieser Schnellschlag ist so süß. Bup, 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 bup. Kann man den eigentlich nicht abbrechen? Weil oft erlebe ich, dass das Gegner tot ist und der Panda fliegt immer noch weiter in die Luft. Das weiß ich nicht. Kopf, Kakerlake. Naja. Leute, man verzeiht, wenn ich meine Weile lang nichts sage, aber ich, wie gesagt, das ist WoW und das Ding wird locker 100
über 100, ich würde mal schätzen 200 Folgen lang, also von 200 Folgen irgendwas reden oder ausdenken ist auch nicht ganz so einfach, also verzeiht man bitte mal, wenn ich mal jetzt nicht die ganze Zeit am Stück Quatsch wie behindert. Daumen hoch, wenn euch das völlig egal ist. Au. Naja, aber das ist selten, dass es mal irgendjemand gibt, der wirklich, ich sag mal, schlau genug ist, dass man, dass er einen in die Gruppe einlädt. Ich hätte das jetzt nämlich auch gemacht. Weil wozu zum Geier jetzt so umständlich? Jö, wenn es doch einfach geht. Nicht wundern, ich bin kurz auf K. Und tschüss. Tja, das war easy. Und cool. Und ich habe immer noch das Ding in der Hand, nicht zu fassen. Ah, oh, wie süß, der mir gefällt. Bärli, wie geil. Bärli. Oh, ich überlege ja wirklich ernsthaft, ob ich nicht auch noch einen männlichen Pandaren anfange. Ich finde die einfach so süß. Die sind so schnuckelig, die ganzen Pandaren, oh mein Gott. Die laufen so lustig, so lässig, so rup, rup, rup. Ich weiß gar nicht, ob der diesen Buff auch hat. Gruppe verlassen. Hat jetzt keinen Sinn mehr eigentlich. Ey, was wurzelst du mich denn fest, du Spackenheimer? Hey! Scheiß Spinnen! Oh, wisst ihr was? Ihr könnt mich mal am Arsch. Oh, du kannst mich auch mal, aber ganz okay, anders. Fang an. Fick dich. Ich war bei meiner Aussage. Kohl, Kartoffel, Hack, Eintopf. Klingt irgendwie voll widerlich, ganz ehrlich. Kartoffel, Hack, okay, aber Kohl. Oh, ich überlege, ob ich heute auch mal irgendwas Richtiges esse. Ja, ich weiß. Ach doch, ist doch Sonntag. Aber ich weiß nicht was. Oh, auf Pizza hätte ich tatsächlich Pizza. Mal richtig Bock. Oh, eine selbstbelegte Pizza. Ich laufe jetzt bis zu Pizza, na sicher doch. Joey ist liefert. Schlecht. Nee, das stimmt. In ungefähr 10 Minuten mehr. Bis Pizza hat. Und außerdem geben die nichts zum Mitnehmen. Ja, Koch sind's. Das ist hallo? Haltet den Kopf. Nee. Ich weiß nicht, ich hab's so. Man geht doch nicht zur Pizza, um was mitzunehmen, ey. Was wie bescheuert. Seid sicher. Möge eure Klinge niemals. Auch Ramas gegen euch gegenüber respektvoll eingestellt. Super. Yay, geil! Wie lustig, ey, oh mein Gott. Ich krieg endlich. Ja toll, ist innen drauf, aber egal, man kann es wenigstens schön moggen. Obwohl, nee, das kann man nicht moggen, gar nicht wahr. Ich meine, man kann es moggen, aber ich bin ja nicht verrückt, ey. Ich habe ja auf dem Schädel etwas, was ursprünglich 1000 Gold kostet und das würde 500 Gold kosten, ist zu morgen, also geht das schon mal nicht. Mit anderen Worten, LTF, damit du es auch kapierst, ich habe dein Leder-Equip, also einen Teil davon. Was du mit deinem Aschenherz oder mit deinen anderen 8 Millionen Lederträgern hast. Nee, so teuer ist das nicht. Hallo, mein Kopf hat doch, den habe ich doch gekauft. Der hat doch über 1000 Gold gekostet. Und das ist die Hälfte von dem, was gekostet hat, musst du zum Moggen bezahlen. Mittlerweile ist es, glaube ich, ein bisschen günstiger, aber das dürfte den Kohle auch nicht fett machen. Selbst wenn ich 300 dafür zahle, ist mir das immer noch viel zu viel. Ich zahle doch nicht 300 für so einen Scheiß, tut mir leid. Ach, könnte sein. Ja gut, wenn jetzt ein hab Item ich ja. Ist, was trotz allem angelegt hättest. Wie gesagt, Account gebunden. Oh,
Ja, du, aber ich nicht. Deswegen hast du auch nie Geld, weil du das immer machen würdest und auch machst. Ich hab 60k. Aber auf Ali-Seite. Ich habe auf vorne Seite auch 2.500. Also ich habe, na, hochgerechnet 1.000, nicht mal. Aber die 60k, die spare ich für einen Reisejack. Keine Ahnung, wie das heißt. Tundra-Jack, genau. 120k, nein, 108k mit dem Geld. Nee, warte mal. Bullshit. 120.000 kostet es eigentlich. 10% ist es günstiger, oder nicht? Von mir aus auch so herum. Nee, ich weiß jetzt nicht. Der Gildenboni, der gibt, oder da hast du ja bei Händlern 10%, glaube ich, dann weniger, oder nicht? Naja, also. Das ist korrekt. Oh ja, und hier wurde halt ein, ja, ein, ja, Gasthaus auseinandergenommen und wir sollen herausfinden, wer das war. Was kann ich für euch tun? Seid vorsichtig. Jetzt darf ich schon wieder zurück. Oh mein Gott, schon wieder so viel Renne hier. Ja, wenigstens, ich bin ja 36, wenigstens kann ich bald schnelles Riden. Das finde ich schon mal geil genug. Aufs Liegen lege ich gar nicht so großen Wert, aber ich möchte mich wenigstens mal ein bisschen schneller fortbewegen. Es ist so schlimm, ey, dieses langsame Reiten. Entschuldigung. Oh ja. Ich bin auch, glaube ich, das einzige Mädchen auf YouTube, das so vulgär ist, ey. Danke. Nee, das, glaub, das ist nicht. Das einzige Mädchen auf der Welt, das so vulgär ist. Das nicht. Es gibt schon andere, die sind viel schlimmer als ich. Das habe ich aber von meinem Paps, muss ich sagen. Der hat das. Und mein Onkel, meine ganze, meine väterliche hier Familie, alle immer so. Oh mein Gott. Schlechte Erziehung, Mann, ey. Warum hast du die Gewohnheit an deiner väterlichen Seite angepasst? Kam als Kind aber so, die haben das auch mal gemacht irgendwann. Ich weiß nicht, es ist einfach angenehmer, wenn man richtig schön laut rülpsen kann. Für die Horde. Nein, deine Verwandtschaft hat dich versaut. Ich weiß ja, ich bin ungezogen. Dazu fahren mir jetzt nur blöde Sprüche ein. Au. Leder, Leder, na 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 na. Zum Thema, das könnte ich mal anziehen. Angezogen durch die Welt zu laufen, ist immer noch sinnvoller als ich hab nicht umgezogen gesagt, sondern ungezogen. Blut und Donner! Mhm. Ah, ungezogen ins Mädchen. Ja, aber irgendwie fast alle Mädchen immer so Hallo, bla bla, mit so einer hellen, total quietschigen Stimme. Ich weiß nicht, ich mag das nicht. Ich finde meine Stimme auch schrecklich ohne Ende. Ich verstehe das immer noch nicht. Aber, besser als dieses furchtbar. Nein! Ihre Stimme ist sexy. Schau, nein, das ist jetzt auch nicht. Ich bin jetzt auch wirklich kein Mensch, der sich so runter macht, weil er lobt will. So, oh, ich bin so hässlich und so fett. Überhaupt nicht. Ich mag mich total, aber ich finde, meine Stimme ist einfach nur furchtbar. Das ist wirklich jetzt meine realistische Meinung. Das ist jetzt nicht Unterschätzung oder sonst was. Ich mag sie nicht. Und das ärgert mich total. Das Ding ist, ich habe so einen schönen Text zu diesem. Ich weiß ja, diesen Song of Storm, was ich da gemacht habe, aber. Ich kenne auch keinen, der eine bessere Stimme hat. Meine Schwester würde das nicht machen. Also so scheiße. Selbst wenn ich meine Stimme equalizer, hört sie sich noch bescheuert an. Voll doof. Was? Autotune. Ich habe es leider immer noch nicht verstanden. So, was hat ein Auto da? Autotune. Warte, das war ein Witz, Mann, ein blöder Vollidiot. Was
so bescheuert. Aber natürlich. Ich weiß zwar wirklich nicht, was Autotune ist, aber dass es nichts mit dem Auto zu tun hat, ist mir schon klar. Auto wie automatisch. Mal davon ab, Gott, ich hasse Facebook. Oh, Himmel. Und ich hasse Spinnen, die mich nerven. Boah, Alter, was macht der Nachbar da oben? Macht der da Purzelbäume oder was? Der hat keine Frau. Vielleicht sagt er gerade seine Frau. Das ist natürlich die Musterlösung. Ja, aber sowas von, das ist total offensichtlich und wahrscheinlich total auch eindeutig. Absolut. Ach, Säuregiftbeutel sammeln, lecker. Ich habe meinen ganzen lieben langen Tag nichts Schöneres vorgestellt, als Säuregiftbeutel zu sammeln. Was sagt Marlon immer, dafür spiele ich dieses Spiel. Für diese Quest habe ich dieses Spiel gespielt. Das habe ich für eine Karte gemacht. Das war immer noch das Beste. Das war so geil, ey. Also wer das jetzt gar nicht kennt, der hat Dub durchgehend am PC. Zelda gespielt und wir waren halt, sag ich jetzt mal, dabei so lange, haben ein bisschen mitgequatscht, es war so geil. Und er geht da durch einen Dungeon und macht da 5000 Sachen, um in irgendeinen Raum zu kommen, freut sich über eine Kiste und was ist drin, eine Karte. Und er so ganz empört, das habe ich für eine Karte gemacht! So geil, ey. Aber mit der Stimme dabei, das ist so herrlich. Marlon hat so eine richtig geile Verarschstimme, ich weiß, es ist so genial, ey. Ach, scheiß doch drauf, die wissen doch, dass er Marlon heißt, oder? Das ist ja nur echt kein Geheimnis. Das ist ja nicht jeder wie du, der das überhaupt nicht leiden kann, wenn er den Namen kennt. Ich habe da eigentlich auch nichts gegen. Es muss nicht unbedingt sein, aber ich habe nur keine Lust, dass mich alle im Internet, die ich, Leute, die ich nicht kenne, so nennen. Das finde ich ein bisschen doof. Mit meinem richtigen Namen sollten mich nur Freunde ansprechen und nicht irgendwelche x-beliebigen Knumpfen im Internet. Und Freunde zähle ich zu Leuten, die ich persönlich...